Aber ich wollte ja hier hinten hin. Das ist eine Hexe. Da muss doch das jetzt hier Der gut funktionieren, ne? Zirkel wird herrschen! Ich habe das Ding nämlich immer noch. Also von, ja, die Hexe ist mein schnell umgefallen. Mein Verstand hat sich fast verabschiedet. Ohne euch wäre ich nicht mehr. Ach, habe ich den vorhin so bekommen, ohne es zu merken? Wahrscheinlich. Oh, dann können wir nämlich hier den ersten Käfig aufmachen. In den Keller geht's nicht. Ein Faltenkäfig. Ja, werden wir uns hier so ein bisschen an der Wand lang schlängeln. Ich gehorche. Mhm. Was auch sonst. Aber hier habe ich, glaube ich, gleich schon mal eine gute Position für zumindest einen Talisman. Den sehe ich schon. Den müsste ich von hier aus treffen können. Oder zwei. Oder auch nicht. Nee. Nee. Ja. Vielleicht doch nicht von hier. Müssen wir da vielleicht auf das Feld? Könnte eventuell... Ja, komm, machen wir einmal. Gut, das, ich habe gedacht, das ist denen noch egal. Kann man sich dann mal irren. Versuche ich das hier nochmal. Wenn ich jetzt nicht treffe, dann weiß ich auch nicht. Vor allem, das zieht immer nach unten, sobald man abgeschossen hat. Aber gut, das hat jetzt gereicht. Käfige brauchen wir noch zwei. Gerne. Dann nehmen wir auch hier einen Käfig. Da wird da drüben jemand glücklich sein. Hallo, ich hatte Spaß mit Vögeln. Sag hallo, Willem. Man sieht sich. Ja, dann tschüss, Inquisitor. Dann können wir jetzt uns hier um die Sachen kümmern. Sprengst. Pulver und der Hauptmann Gutflink.
Erstmal nur Wachen, das Sprengpulver wird da. Ja, das sind hier diese Säckchen. Der ist behext. Aber behext allein reicht noch nicht, damit das Gewehr da sehr viel Schaden macht. Geht also wirklich nur gegen Hexen. Der Gutflink wird am Ende des Gebietes stehen. Ich gehorche. Wo rennt ihr denn hin? Aber soll mich nicht stören. Ich muss dienen. Denn eigentlich hatte ich hier diesen Sack im Visier und habe gerade überlegt, wie ich am besten die drei Gegner mir vornehme. Welcher Reihenfolge. Und dann liefen die erstmal weg. Vielleicht Feierabend. Du hältst hier Wache. Ich habe das Gefühl, du schießt gerade immer an mir vorbei. Spawn gebietet es. Schade, dass ich euch nicht brauche. Hier das Säckchen. Du bist eine Hexe. Und der wird wahrscheinlich gleich wieder mit mir rumlaufen. Mein Verstand hat sich fast verabschiedet. Ohne euch wäre ich nicht mehr. Ja, dann kannst du mir mal helfen bei... hier, dem Gutflink, bitte. Tod den Feinden des Zirkels! Der Herzborn hat mir unvergleichliche Macht verliehen. Ja? Ihr werdet sterben. Zeig mal. Das ist unmöglich. Ja, total mächtig. Oh, wir könnten zwei abgeben. Wir könnten aber auch erstmal, das gehört ja quasi noch zum... Haben wir da auch am Turm noch bekommen. Vielleicht können wir uns mal die Schwester Lilith hier nehmen. Die hier eigenes Häuschen hat. Finde ich da vielleicht welche für. Ist halt die Frage, wie viele hier noch unterwegs sind. Weil Dreier-Gegner würde ich mit einem Krieger machen. Mit einem Paladin nicht. Es gäbe hier noch eine Schatztruhe. Wir können einfach mal versuchen, die in der Zeit zu plündern. Und es gibt auch noch zwei Wares. Schau einfach mal, ob sich da in ein Kaufmannsschlüssel. Den haben wir nicht. Schade. Hier gibt es noch einen. Na, der wird wahrscheinlich da unten irgendwo sein. Will ich hier runter? Da muss ich auch ganz wieder hoch, ne? Schlimmsten wäre jetzt, wenn ich ganz unten bin, aber noch bevor ich den getötet habe, bekomme ich dann einen für die Gruppe. Muss ich da ganz flink wieder hochrennen. So, was ist in der Höhle?
Da ist Mick, Mack und ja, Tick, Trick und Track. Bisher noch keiner für Lilith gefunden. So, zwei haben wir weg. Das heißt, wir können jetzt schnell wieder hoch und es gab noch einen anderen Ringer, den schaue ich mir dann als nächstes an. Der war gar nicht so weit weg. Aber vielleicht mit Pech, er ist ein Fall nach oben. Sonst man hat gedacht, ja, dann reite ich jetzt erst wieder hoch, um dann festzustellen, dass der andere auch irgendwo unten ist. Aber der scheint weiter oben zu sein. War, da gibt es dann auch noch den. Da gibt es einen da gibt es ja jede Menge. Erstmal hier Flugpunkt. Dann wird hier in dem Haus ein Rare sein. Beziehungsweise hier gibt es eine Hochzeitstorte, eine ruinierte. Da kommt dann wahrscheinlich, sollte ich offen lassen, irgendeine saure Braut. Nein. Nicht weglaufen. Was war da mit PvP? Egal. Ich habe den getötet. Der andere wird da unten sein. Habe ich gerade nicht so viel Lust drauf. Was machen wir jetzt mit Schwester Lilith? Sollen wir es einmal versuchen? Einmal alleine? Null ausstehende Anwärter. Das ist jetzt schade. Ich denke mal, das Kleinvieh könnte ein Problem werden eher, ne? Soll ich erst die Ads töten vielleicht? Da einmal mit dem Gewehr auf die Lilith schießen und... Hallo? Wenigstens einer. Ja gut, Ich nicht mal begrüßen. Ein Problem weniger. Wenigstens kurz bedanken. So, dann gehen wir jetzt erst die Sachen ab, bevor wir da weiter hochgehen. Weil dann erreichen wir hier wirklich den nordwestlichsten Zipfel des Gebietes schon. Barrierenbrecher.
zum Inquisitor Bla in Oberkorlach. Ach, da oben drauf steht. Der Marschall schickt mich, um eine Kanone für euch zu finden. Die hier scheint frei zu sein. Ja, da springe ich. Er freut erstmal mein Leben runter. Für den Zirkel. Ja. Yeah. Auch hier doof gebaut, dass man da nicht einfach hochkam. Nicht mal plündern kann ich euch. So, versuchen wir es mal ohne Mount hier. So. Okay, ich glaube, da geht's dann durch das Tor. Das heißt, dahinter wird auch der Wehr sein. Das heißt, hier gehe ich dann gleich wieder hin. Merken wir am Ende des Weges. Oder am Ende des Ganges, wie man in Indien sagen würde. Gebt aber erstmal die anderen beiden ab. Wird auch noch angezeigt, das Ausrufezeichen. Zumindest auf der Minimap müssen wir gleich mal schauen, ob es auch auf der Karte so gewesen wäre. Deswegen habe ich mir jetzt das sicherheitshalber mal gemerkt. Braucht ihr etwas? So, einmal, dafür gibt es etwas, was wir nicht brauchen. Schönen Tag auch. Wahrscheinlich wohl hier oben fertig zu sein. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zu unserem Kanonenfreund. Der da vorne durch ist. Ja, einfach wieder quer durch. Ich würde schon keiner aufhalten. Ich muss dienen. Außer der vielleicht. Ich bin. Ja, das war jetzt frei. Unnötig. Erstmal mache ich das hier, bevor ich das vergesse. Jo. Na dann. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich habe noch ein paar offene Rechnungen. Dreht sich alleine? Schieß mir jetzt nicht den Kopf weg. Das war gefährlich. Die Barriere ist durchbrochen. Das Kronsteig-Anwesen liegt vor uns. Und mein Quest-Abgabe-NPC. Aber wo sind die anderen Inquisitoren? Soll es hier noch mehr geben? Wie kann ich euch helfen? Ja, das sind jede Menge Aufgaben. Vermute ich mal. Erstmal müssen wir hier die Tore öffnen. Möge der Wind eure Segel füllen. Die Augen des Feindes ruhen auf uns. Dann verseuchte Schrecken töten. Und 13 Hexen. Meine Klinge wird das Schicksal des Zirkels besiegeln. Da vorne gibt es noch was anderes. Da gibt es verseuchte Schrecken, da gibt es Hexen. Und Tagebücher müssen wir durchsuchen. Ist das schon ein erstes? Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal das hier in der Mitte. Das ist so schön voll. Okay, ich habe gedacht, dass die Jüngeren da mitkommen würden. Sie stehen allerdings bedröppelt da hinten rum. Gleich mal schauen, was der Wehr ist, wo genau der steht. Ach, jetzt bist du auf einmal aufgewacht.
zählt leider nicht als Hexen. Ah, da oben ist der Rare. Oder zählt er als Hexen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, muss ich zugeben. Wird er doch zählt. Da haben wir doch schon einen ordentlichen Fortschritt. Kann ich dich hier runterpullen? Beim Richturteil. Ja. Oh. Hätte mich vielleicht vorheilen sollen. Das wird bei dir wahrscheinlich nichts bringen. Mutter, schenkt mir Macht. Das ist jetzt belastend. Oh, erst das Ed wegmachen. Macht die ganze Zeit Schaden, während man angegriffen ist. Scharfrichter weg. Muss ich aufpassen. Ich bin hier von überall von Zeug umgeben. Was wären das? Das wären verseuchte Schrecken. Da hinten gäbe es noch ein Tagebuch. Ich glaube, das Finden der Tagebucher wird jetzt noch eine unangenehme Aufgabe. Und überall steht hier was rum. Es ist extrem voll. Hör mal auf, hier rumzuspringen. Du bist ein Renner und kein Springer. Ja, und dann noch die Patrouillen zwischendurch. Das macht es nicht besser. Wo lauft ihr hin? Kommt ihr hier den Weg lang? Kommt ihr nicht. Wenn ihr halt ein Tagebuch bei euch im Stall habt, dann tut mir das leid. Ja, der hat es ein bisschen besser. Der kann hier einfach lang fliegen. Halt also mit irgendeinem Charakter schon Pfadfinder von Battle for Otherworlds Teil 2. Hab ich nicht. Da gibt es ein Tor. Okay, ich sehe das Tor. Dann machen wir kurz die hier weg. Sollte echt ein bisschen aufpassen, bevor ich angreife, wie es mir so geht. Verfluchte Hexen mit ihren Barrieren. Danke für eure Hilfe. Ja, ja. So, ein Tor haben wir schon mal aufgemacht. Wir kommen auf welche von uns reingerannt. Was bist du denn? Du bist eine... Du bist Elite. Ja, machen wir einmal mit. Zählt halt für eine Quest. Zählt für keine Quest. Das war wieder unnötig. Ich hatte gehofft, dass hier ein Tagebuch liegt. Dem ist nicht so. Irgendwo hier gibt es ein Tagebuch. Ist das hier unten?
nicht so aus. Dann wahrscheinlich eher da oben. Also quasi in dem Haus, das drüber ist, würde ich da mal vermuten. Deswegen gehe ich hier mal den Weg lang und schaue dann mal, ob ich oben irgendwo in das Haus reinkomme. Ah, da sehe ich ein Tagebuch. Aber glaube ich nicht, dass das ich auf der Karte gesehen hatte, oder? Ah, hier geht es leider nicht rein. Hier liegt auch nichts rum. Drin sehe ich jetzt auch erstmal auf den ersten Blick kein Tagebuch. Das hier könnte... Nein, ist kein Tagebuch. Da liegt ein Tagebuch. Und du bist... Das könnte ein Tagebuch da drin sein. Nee, leider nicht. Mein Verstand hat sich fast verabschiedet. Ohne euch wäre ich nicht mehr. Gut, dann gehen wir halt hier drüben hin. Da weiß ich auf jeden Fall, dass es da ein Tagebuch gibt. Kann ich auf euch schießen? Nö. Vier Tagebücher. Ich muss dienen. Ja, ich glaube, ich will mal da oben die Treppe hoch und schauen, was da so rumliegt. Gibt's verseuchte Schrecken? Da bräuchten wir sogar noch einige von. Scheiße. Freund oder Feind? Mir wurde Macht versprochen. Ein andermal vielleicht. Ich bin noch im Kampf wegen irgendwas. Da ist ein Tor zum Aufmachen. Könnten hier eure Hilfe gebrauchen. Ja, kommt ihr jetzt wieder an von da drüben her. Meine Schwestern werden euch vernichten.